Hallo und herzlich willkommen bei der Cashless, heute in Lettland am Start, in der Nacht. Wir treffen gerade auf einen Fährtensucher und den werden wir jetzt tilgen. Du hast das Wichtigste verfehlt und du kriegst keine zweite Chance. Sicher. Boden. Okay. Na hier. Und sayonara. Versucht hier durchzukommen, müsst ihr Jungs ihn aufhalten und komplett ausweiden. Schnappen wir uns den Bossen und reißen ihnen die Gurgeln raus. Gurgeln oder Eingeweide oder beides. Okay, wir haben einen Bestienmeister. Feuerfest, immun gegen Himmelsturm. Ja, immun gegen Hinrichtung, feuerfest. Oh, ein Meuchler. Schöne Rodder hier. Blutsbruder. Interessant. Das dürfte lustig werden. Ich kriege immer meine Beute und du stehst als nächstes auf der Liste. Auf den Boden. Natürlich. Schön ausgerissen. Okay, das war gerade ein bisschen unfair. Na, meine Güte. Nein, stehen. Ein kleiner. Jetzt noch ein Treffer, der Typ ist hier und tschüss. Die Star ist der Execution. Beautiful. Der nächste bitte. So, ich brauche ein bisschen Leben. Oh, ein paar Zombies hier. Aus dem Weg. Ist ein bisschen gerade risky, das zu machen. Erst auf die gehen. Sweet. Ebenbürtig. Ja, du bist ein bisschen nervig, aber ebenbürtig. Ja, da wird es ab. Uppala. Ah, okay, der hat sich wieder gefangen. Ein bisschen warten. Gucken, ob die anderen Gegner sind. Oder hinten ist auch noch ein Hauptmann. Kann uns gleich vornehmen.
den Boden. Mein Blutsbruder ist durch deine Hand gestorben. Wenn du Glück hast, stirbst du schnell. Aber ich hab das Gefühl, dein Glück hat dich irgendwann verlassen. Ja, ab dem Punkt, wo Zion getötet worden ist und zum Grabwandler wurde, ja, definitiv. Okay. Heilige, der kommt da einfach so. Das muss erstmal hier bestraft werden. Kein Karo für dich, Kalgor. So, ein bisschen Fokus haben. Bisschen Munition. Sehr schön. Boden mit dir. Ach, stimmt ja. Boden. Okay, jetzt zieht mich raus. Ups. So, jetzt bist du nicht sicher. Und der zweite folgt zugleich. Und der dritte bitte. Ups. Macht das Damage. Beautiful. Diese Execution, dieser Style, beautiful. Diese Posen, die Taya noch dabei macht, wirklich absolut beautiful. Geilstes, was es gibt. Geilstes, lol. Wer bist du denn, mein Kleiner? Boden mit dir. Bisschen Hammer. Nein, bisschen Eiswelle. Bisschen Mumm gegen Frost, okay. Heilige Scheiße. Bruder war meine einzige Bande in dieser Welt. Nur weil deine Familie tot ist, musst du ja nicht unsere töten. Was? Oh meine Güte. Lustigerweise habe ich es eben erwähnt. Also, wo Tyrion getötet worden ist, das erste Mal und zum Grabwandler wurde, da wurde ja auch seine Familie abgeschlachtet. Also im ersten Teil. Ziemlich brutaler Shit. Sehr dark. Gut, wir haben einen Gauner. Jetzt beschuss ich den natürlich. Ich mache ein bisschen Minions. Das sind zwei Gauner sogar. Der hat echt getroffen. Nur kurz hier. Ja, ich bin drin, klar. Perfekt. Auf den Boden mit dir. LOL, Alter. Okay, ist ein Köder von dem, ne? Alles klar. So. Etwas schön, der Treffer. So, der wird gleich getilgt. Daneben, ne? Kann ich den Typen? Ich habe geträumt, du würdest mich köpfen. Zu schade, dass Träume selten wahr werden, was? Natürlich, ein Brecher. Was? Ah, natürlich, Flucht letzter Sekunde, natürlich. Das ist ein Köder, ne? Oder? Nein, Moment mal, wer ist das denn hier? Ist das dasselbe? Und ein weiterer, heilige Scheiße. Oh, der wollte gerade was machen. Okay. Taktischer Rückzug für ein bisschen Pfeile. Ja. Natürlich. Wie geht das nochmal, Alter? Nein, das nicht. Da gab's eine Execution beziehungsweise eine Verzerrung als Execution. Ich vergesse nicht, wie das geht. So, wir haben vier Pfeile, ganz passabel. Ah, du bist beschlossen, du kleine Scheiße, ne? Wow!
Okay. Hat mich das Frost, also der Frostgrad, schön gerettet hier. Beautiful. Heilige. Okay, das erzürnt. Das war ja wahrscheinlich. Ich lasse ihn aber keine Zeit. Du wirst jetzt getickt. Mit einer schönen, brutalen Execution. Beheaded. Ja, das hat er nicht kommen sehen. So, der nächste bitte. Wo ist der nächste? Irgendwo anders noch einer? Da. So. Jetzt sind durch Rumgehüpfe. Und tschüss. Dium. Getickt. Schleichangriff auf mein Signal, wie wir es geplant haben. Der Alchemist ist, glaube ich, jemand, der mich gekillt hat. Das heißt, der ist ein Blutracheopfer. Beziehungsweise ein Erzfeind wird erst jemand, wenn jemand dich dreimal gekillt hat. Er wisst auf jeden Fall Bescheid. So. Und der andere ist auf jeden Fall der Typ, der sich eben verpisst hat. Der geflohen ist, der Gauner. Und wir werden natürlich unsere Ziele nicht davonkommen lassen. Hallo. Als ob ganz Bodo wollte, was wir haben. Und weißt du, was wir noch haben? Jede Menge Schmerz zu verschenken. Du willst also noch mal sterben, was? Meinetwegen. Der gefällt mir. So, der hat Beschusssicher. Nicht schlimm. Ist die Frage, soll ich die vereisen? Ja. Boah, du hast mich daran gehindert. Nein, ich muss mir erstmal die kleinen Scheiße hier... Lol, der wurde... Bevor ich ihn angegriffen habe, wurde er zu Eis. Lol. Okay, dich würde ich nicht angreifen. Ja, wisst ihr was? Ah, oh, ich hab noch nicht mein Awakening, okay. Uppala. Lol. Ja, das Schuss ist ja ganz vergessen. Zu mir, Bitch. Bium. So ein bisschen Leute holen. Jetzt einen Dreifachangriff gemacht. Der ist vereist. Perfekt. So, ein bisschen mehr Damage. Vereisung. So. Okay, diese Fernangreifer, die mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Noch einer. Ich will zu mir. Bium, auf den Boden mit dir. Der andere ist abgelenkt, perfekt. Ich hab grad meinen Dings verloren.
Warum auch immer. Und das war's mit ihm. Der Spötter wurde abgespottet. Zeit für den nächsten. Schauen wir erstmal ein bisschen Leben. Beziehungsweise Munition. Ja, nicht du. Okay, das hat mich schon aufgelöst. Besser als. Okay, das ist angepasst. Interessant. Perfekt. Ein bisschen Pfeile. Gucken wir uns den mal an. Bestienverschöpfung. Letztes Gefecht. Ne. Der wird gezückt. Die Elemente sind gar nichts. So. Du verdienst nur das Element Tod. Wir haben für eine bessere Welt gekämpft. Das Chaos wird siegen. Holy shit. In der Ecke absolut hingerichtet, wie ein Nichts. Heilige. Also das war einer der geilsten Momente in dem Game. Beautiful. Die Location, der Ort stimmte, die Ecke hier, wirklich, er wurde wahrhaftig hingerichtet. Boah, das war beautiful. Dumme Orks. Sie sind kaum mehr als Zielübung für mich und Futter für mein Reittier. So, und das ist, machen wir eine Online-Blutrache. Besteige einen Karagor. Boah, das ist extrem easy as fuck. Juhu. Okay, einmal hier. Ups. Jetzt gucken wir, wo hier ein Karagor ist. Ah, da. Okay, ich muss erstmal den hier ausmerzen. Okay, das habe ich abgewehrt. Warum auch immer das nicht funktioniert. Das war sehr suspekt. Guck mal, Kleiner. Also. Würdest du. Okay, nein. So. Geht doch. Ich muss auf den Okay. Wow, chip mal euer Leben. Du hast den Weg. Zack, wohl mit dir. Okay, das ist runter. Der nächste Kalgor. Oh, der kommt auch direkt an Hauptmann. Was ist das denn für einer? Heilige. Nices Design. Die Schwächen muss ich mir angucken. Ja, eigentlich. Nein! Aus dem Weg. Ja. Ich verzieh mich mal kurz hier. Hörst du wohl, Kargo? So. Was getickt. Yummy, delicious. Delicious like the cashless. Ein bisschen Fresschen hier. Und der letzte. Heilige. Oh, der Waldläufer hat ein Haustier. Jetzt gewöhn dich bloß nicht dran. Okay, schon der zweite hier. So. Wer ist der Karagor reitende Narr, der meine Jungs tötet? Karagor reitende Narr. Alles klar. Ja,
Soll ich ein bisschen Action machen? Wird dann wieder ein etwas längerer Part, glaube ich. Ja, du kommst mal zu mir, mein Kleiner. So. Ich glaube, es wäre gut, hier ein paar Minions zu rufen. Das Problem ist, es sind so viele Scharfschützen. Wisst ihr was? Ich hole dir noch mit dazu. Komm zu, Papa. So, jetzt geht die Action ab. Den Boden mit dir. Okay, jetzt gerade eine Rache. Muss ich ein bisschen Abstand gewinnen. Bium. Okay, was ist der Typ? Ah, das ist der Echse. So. Ah, natürlich. What the? So. Auf den Boden mit dir. Du stirbst so oder so. So, tschüss. Der nächste bitte. What the? Wo ist denn das? Schmal? Immun gegen Hinrichtung. Heidewitzka. Auch. Das macht aber nichts. Auf den Boden. Das stimmt ja. Das war gerade ein kleiner Reflex, weil er ein Rache ist und mich sofort angreifen wollte. So, auf den Boden mit dir. Und da ist auch schon die Hauptattraktion. Einen Moment mal, ich guck mal, ob der. Oh, und jetzt wird der gerade sauer. So, er wird gleich sowieso getilgt. Wir warten ein bisschen. Und dann bist du auch schon mal kleiner. Bisschen Heals, bisschen Munition. Mal gucken, ob das würdig ist. Bestienfutter benommen, wenn er erfürnte Feinde erblickt. Nein, Alter. Das ist eine Schwäche, die zu signifikant ist. Dies wird nicht geduldet. Ich mach den vom Design. Aber sowas kann ich echt nicht gebrauchen. Ist der Brecher? Habe ich darauf nicht geachtet. Alter, ich mag den echt vom Design. Aber seine Werte sind nicht würdig. Bium. Getickt. Der nächste bitte. Das Feuer dieser Waffe ist nichts im Vergleich zur dunklen Flamme. Doch es reicht aus, hier die Seele zu versengen. Und das wieder ein Hauptmann. Was geht denn heute ab? Das ist ja eine einzige Kettenreaktion dieser Part. Ich höre, erweckst du jetzt die Toten? Sag mir, wie riechen ihre Innereien mit Leben? Warte, sag nichts! Ich töte dich einfach und schieße selbst! Alter Falter. Ja, du wirst auf jeden Fall getilgt. Munition, I need munition, yeah. Beautiful. Ofen stellen, Leute. Okay, jetzt muss ich mich kurz hier verpieseln wegen den Explosions. Ja, natürlich. Thank you.
kannst du strafen für deine Arroganz. Oh meine Güte. Oh nein. Scheiße. Ja. Schön. Ganz ruhig, mein Großer, ja? Oh, ist er knapp. Mit dem Wurfmesser getickt. Der nächste. Oh, den mag ich eigentlich. Ich gucke ihn mir mal an. Nein. Okay. Er ist entsetzt. Warum? Flieht beim Anblick von Feinden auf viel höherer Stufe. Panisch. Doch dieser Typ war auch Level 42. Wegen mir oder was? Oder weil er einfach nur ein Feigling ist? Also jetzt nicht das Attribut Feigling hier, sondern einfach, es gibt ja Orks, die einfach fliehen, wenn sie zu kritisch verletzt sind. Das könnte vielleicht sein. Ja, solide Werte, aber sowas kann ich nicht gebrauchen. Aber sieht eigentlich nice aus. Es ist ja wieder auf einmal nicht im beschämten Zustand. Nein. Wisst ihr was, ich nehme mir einfach mal auf. Ich bin dein Auserwählter Herr. Naja, das bist du. Kann ich dann als Kanonenfutter auf irgendeine Mission schicken. Mal gucken, wie er sich macht. Auf jeden Fall, das war's hier wieder mit dem heutigen Part für den Cashless. Gehabt euch wohl. Habt immer eine gute Satzreflexion. Und bis dann, Leute, der Cashless. Peace out of this.